Go. Rennen Nummer 12 und noch einmal Michel Rothengatter bei uns. Michel, wir reden jetzt über Just Massive, der zum ersten Mal nach Berlin kommt. Ja, wie jetzt normalerweise auch in Freitag muss ich laufen in Wolverga voor die eerste maal. Maar ja, daar war kein geen rennen, dus ik moest naar Berlin. Oder auch nach Gladbach mal nächste Woche oder so? Nein, da komme ich nicht. Warum nicht? Ist so weit und kein Preisgeld. Ich glaube, letzteres ist vor allen Dingen das Problem, ja. Just Massive gewinnt aber überall. Der hat auch schon in Schweden gewonnen, in Jägersro hat er gewonnen, in Holland gewonnen, der ist wirklich gut. Ja, das ist ein sehr gutes Pferd. Und die ist auch sehr, sehr groß. Und die machen einem was das und dann ein bisschen Ruhe und dann wieder was das. Die ist ein, ich denke, ein 73. Die ist sehr, sehr groß. Und du bist aber auch groß, also das passt. Ja, passt sehr gut. Ja. Du hast ihn mitgebracht nach Gelsenkirchen vor 4-5 Monaten. Die Form steht auch noch im Programm drin, da war er Vierter. Wenn man jetzt sagt, rechtsrum geht er nicht so gut, dann stimmt das nicht, weil er hatte kein Rennglück in Gelsenkirchen. Nein, die war gut vom Start. Ich hatte die Kirschwagen bekommen und da war ich hinter geblieben bis Ende. Und ich konnte nicht raus. Und dann das war es ein gutes Rennen. Und dann 3 Wochen später war ich nach Jägersro gefahren und da hat die einfach gewonnen. Ja, sehr gut. Ich habe das Rennen gesehen, das sah wirklich super aus. Der geht 14 in Wolvega recht leicht, der geht auch 14 hier. Ja, normalerweise, ja. Barato hast du auch gelaufen, letztes Mal 13,9 habe ich gedacht. Dus, ja, die muss ich auch gelaufen. Maar, die hat ein bisschen Rust gehabt und ich habe ihn die letzte Mal mitgenommen nach Rennbahn. War nicht schlecht, aber die braucht vielleicht noch ein Rennen, denke ich. Ja, da hat 2 Monate nicht gelaufen. Meinst du, ein Rennen fehlt vielleicht, um hier zu gewinnen? Denke ich, ja. Trotzdem viel Erfolg. Danke.